So, meine sehr verehrten Damen und Herren, da sind wir wieder bei Wie du mir, so ich dir. Und ich sage nur, der Kotti fliegt so hoch, denn heute ist er frei. Ja, ich werde den Kotti heute mal selber mit einem klitzekleinen Luftschiff-Level und Scrawling-Level ärgern. Und wir möchten jetzt auch gar nicht so viel Zeit verschwenden. Hier ist die Zeit. Ich hoffe, man kann es sehen. Nein, man konnte es nicht sehen. So. Jetzt sieht man es. 10 Minuten. Und ja, fangen wir mal an mit 3. So. 3, 2, 1. Los geht's. So, also als allererstes brauchen wir jetzt erstmal hier. Ich habe mir das gerade hier alles so ein bisschen vorher noch umsortiert, aber leider falsch. Als erstes möchten wir jetzt hier natürlich auch erstmal hier so einen schönen, kleinen Sprung haben, ne? Das hatte er ja. Nur mit dem Unterschied, dass wir hier Mannschaft hinpacken, die auch noch fliegen können. So. Dann brauchen wir natürlich auch noch. Ah, genau. Das Scrolling muss ich einstellen. Ja, machen wir so. Zeit ist egal. Die ist irrelevant. So, weiter geht es. So. Genau, es soll ja auch aussehen wie ein Schiff. Das ist ja auch das Wichtigste überhaupt für mich. Das Ganze aussieht wie ein Schiff. Genau, wunderbar. Kann er mal zeigen, ob er springen kann. Ich brauche aber auch noch Kanonen. Das ist wichtig. So. Wunderbar. Dann, ganz wichtig, brauchen die natürlich auch einen Antrieb. Ja, selbst wenn der Antrieb jetzt nicht blockiert oder so, ist ja erstmal egal. Es geht ja darum, es soll Spaß machen. So, was haben wir denn noch? Ah, genau, hier, die Maulwürfe, die brauchen wir auch noch. So, was machen wir denn jetzt hier mal? Da muss er rüberspringen. Ist gerade wirklich sehr schwer. Aber hier kann man nochmal so eine Kiste draufstellen. Ja. Kiste. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir stellen den dahin. Und machen da das rein. Und obendrauf packen wir noch einen Hammerbruder, der hier die ganze Zeit hin und her springt. Das ist fies. Das gefällt mir. Das ist gemein. Das ist schön. So, dann soll er natürlich so ein bisschen Angst haben jetzt vor diesen ganzen Luftschiffen. Und deswegen machen wir nochmal so eins. Nein, wir machen es noch gemeiner. Wir packen hier eine Tür hin. Und die andere machen wir hier oben an den Anfang. Tun so, als ob. Sekunde. Sekunde, Sekunde. Na toll. So eine Kiste. So eine Kiste. Ach, nee, das will ich aber nicht. Machen wir es halt so. Sieht unschön aus, aber egal. Kommt er da raus und dann, wenn er schnell reagiert, kommt er da wieder rein. Aber ansonsten hat er Pech gehabt. Ja, aber wir sind so nett. Wartet, wartet, wartet. Wir packen da oben einen Tanuki rein. Ja, wunderbar. So, dann. Wo ist es? Da ist es.
Zeit im Blick haben. 5 Minuten. Hier eine schöne gerade Strecke. Ups. So. Genau. Da brauchen wir auch wieder einen Hammer, Bruder. Der soll uns nämlich ärgern. Wie immer eine Kanone unten ans Krug. Nee, es ist diesmal doof. Ist diesmal doof. Da will ich das nach oben haben. Hier will ich einen Spiny haben, der da lang läuft. Und noch so ein Block. So. Haben wir das schon mal. Genau, wunderbar. Jetzt als nächstes schnell hier nochmal was hinklatschen. Hinklatschen klingt immer so negativ. Und ihn ein bisschen verwirren. So. 3. 2. So, das machen wir hier. Eine hin und hier. Ich hoffe, das funktioniert auch. Er soll hier unten einen Stern bekommen. Aber... Na, wo ist es? Da. Hier sieht er, dass da 2 Blöcke sind. Ja, und ich gebe ihm auch gerne den Hinweis, dass da ein Stern ist. Habe ich kein Problem mit. Schnell hier rein. Wunderbar, jetzt muss ich immer hin und her switchen. Kann ich das denn jetzt hier... Okay, das ist egal. 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5, okay. Ich will es gerade nicht. 5, 2, 3, über. Ich darf halt keinen Unterschied merken. Ja, nur minimal. Packen wir jetzt hier die 2 Blöcke hin. Ich hoffe, das ist jetzt halbwegs identisch. 3 da. Ups. Na, ist der Raum hier ein bisschen größer. Jetzt habe ich gerade das Problem. Ich glaube, mir rennt die Zeit weg. Ich habe noch 2 Minuten. Okay. Wunderbar. Wunderbar, das reicht, das reicht. Packen hier den Stern rein. Der hüpft da herum. Packen da... Ich brauche was Besonderes. Genau. 1, 2 Gegner rein. Oben. 1, 2. Die Röhre nach oben hätte ich beinahe vergessen. So, und... Das muss er ja nicht sehen. Ich glaube, das sieht er auch nicht. So, mit dem Stern kommt er dann hier hin. 2 Schildkröten. Und zum Schluss kommt ein... Ups, ja. Mancha Run. Und dafür... Ne, es ist doof, das ist doof. Verdammt, ich schaff's nicht. Nein. Nein. Oh Mann. So. Prompt. Gut. Und
Den. Machen wir dahin. Machen wir noch ein bisschen weiter. Und machen hier vor noch. Nee, 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 nee. Ah, was suche ich? Was suche ich? Was suche ich? Schnell, helft mir. Genau. Machen wir mal so. Reicht es? Noch 13 Sekunden. 13 Sekunden. Ich muss hier noch ein paar Gegner platzieren. 4, 3, 2, 1. Okay, gut. Das war's. Na, komm. Danke. Jetzt heißt das Level schaffen selber und ja. So, da sind wir bei Cortys Level P-House. Im Super Mario Bros. 3 Style. Ich muss noch ganz kurz den Timer vorbereiten. Das habe ich jetzt gerade ganz vergessen. Zip. Hat er mir das echt noch geschickt. Man muss dazu sagen, der Corti weiß noch nicht, ob er sein Level schafft oder ob er es schafft, das Level überhaupt einzusenden. Weil nämlich bei ihm zurzeit das Internet ausgefallen ist, dank seinem neuen Anbieter. Liebe Grüße an die liebe Deutsche Telekom, die wird sich ja darum kümmern. Und hier haben wir den Timer. Wow, ein bisschen höher, so 5 Minuten. Gut, ich packe den Timer hier wieder hin. Starte das Level. Okay. P-House von Corti. Es ist mal kein Scrolling-Level. So. Dann. 3, 2, 1. Oh, super, Corti. Ah, geil. Ich bin begeistert. Es ist mal kein Scrolling-Level. Das flasht mich gerade. Ich habe natürlich nur 5 Minuten Zeit und er hat es in meinem Geisterhaus gebaut. Also, hier sind wirklich mal ein paar Sachen dabei, die mir sehr gut gefallen, Corti. So. Wow. Nein. Okay. Gut, also er kommt mal wirklich, wie gesagt, mit anderen Sachen und da bin ich schon mal echt begeistert. So. Haha. Ach, und jetzt wieder zurück. Ja, nie ist klar. What the? Hä? Okay. Bin ja echt neugierig. Das Ärgerliche ist, dass er wieder mit so Long Jumps kommt. Waha. Gut, aber lieber Corti, du hast was ganz Wichtiges vergessen. Mit der Feder kommt man hier lang. ich nehme den P-Switch jetzt einfach mal mit. Nein! Wie blöd bin ich? Ich glaube, das ist eine Ablenkung nach rechts. Ich glaube echt, das ist eine Ablenkung von dem. Aber er hat schon wieder eine Röhre eingebaut. Nein! Was mache ich? Und meine Zeit rennt weg wieder. So.
Oh nein. So, jetzt komme ich hier nicht in Versuchung. Und werde mich auch nicht von dem Bösen erlösen lassen. Aber er hat hier auch das mit den Eisblöcken genommen. So. Nein! Wie viel Zeit habe ich noch? Eine Minute habe ich noch, okay. Komm, 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 komm. P-Switch brauche ich eigentlich gar nicht. So, Zeit sparen. Wieso macht er so viele Röhren? Oh nein! So. Was mache ich? Ach komm. Nein, 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 nein. Komm. Es muss schaffbar sein. Verdammt. Ja. Ihr hört es. Damit ist die Zeit vorbei. Aha. Er hat mein Level auch gerade gespielt. Okay, ich sage dann an dieser Stelle, schauen wir mal, was die Schafe bringen. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.